Jetzt wissen wir natürlich alle, Falko Götz war nicht nur Spieler des ersten FC Köln, der war auch bei Galatasaray, wenn ich das richtig gesehen habe, bei einigen anderen Vereinen will ich alle erwähnen, aus gutem Grund, und war aber auch als Trainer schon recht erfolgreich, das ist ja eben schon mehrfach angeklungen, unter anderem in Berlin, ich glaube zwei, vierte, letzte, wenn ich das recht in Erinnerung habe, 1860 München waren sie auch. Dann waren sie bei Holstein Kiel, sind in die vierte Liga gegangen. Und als letztes Jahr dann hier der Christoph Daum dann kurzfristig dann nicht mehr zur Verfügung stand, da ist ja auch Ihr Name ein paar Mal gefallen. Erstmal die Frage, Sie waren damals, glaube ich, gerade im Aufstiegsrennen von der vierten Liga in die dritte Liga, haben Sie auch geschafft mit Holstein Kiel. War da was dran? Waren Sie mit dem ersten FC Köln damals wirklich in Verhandlungen oder war das eine Presseente? Bevor es zu irgendwelchen Kontakten kam, habe ich eigentlich ein ganz klares Commitment in Kiel gegeben, dass ich in Kiel bleiben möchte. Ich habe da eine sehr, sehr schöne Aufgabe gehabt, eben deinem Verein neue Strukturen zu geben. Dass die ganze Geschichte gescheitert ist, hat andere Gründe. Aber ich hatte zu der Zeit keinen direkten Kontakt zum ersten FC Köln. Okay, dann war das also eine Ente, mehr oder weniger. Jetzt hat es aber da ein Vorfall gegeben, der auch durch die Presse gegangen ist. Die sind erstmal aufgestiegen, positiv, das war ja schon mal klasse, dritte Liga, ist ja mittlerweile auch schon, ist ja schon professionell, kann man sagen, Profitum, kennst, kannst du beurteilen. Aber es hat da wohl auch einen Vorfall gegeben, dass angeblich, betone angeblich, ein Spieler von Holstein Kiel von ihnen geschlagen worden wäre. Es gibt da auch, glaube ich, noch ein Nachspiel, kann man jetzt sicherlich im Detail drauf eingehen, aber wollen Sie da offiziell was zu sagen oder öffentlich was zu sagen? Ich sag mal, ich kann nicht mehr sagen, als ich bis jetzt öffentlich gemacht habe, weil das ist ein schwebendes Verfahren. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg. Am Donnerstag ist vom Arbeitsgericht in Kiel die erste Verhandlung zu dieser ganzen Geschichte, weil ich bin aufgrund eines Vorfalls nach einem Spiel in Braunschweig, ich sag mal 6 Wochen nach diesem Vorfall, fristlos gekündigt worden. Bin dagegen angegangen und jetzt geht es vor Gericht halt darum, diesen Sachverhalt zu klären. Es war nach einem Spiel, was wir verloren haben, eine sehr emotionale Situation in der Kabine, wo ich einem Spieler sicherlich auf eine, wie ich schon sagte, emotionale Weise zu verstehen gegeben habe, dass ich mit seiner Leistung nicht einverstanden bin, aber ich muss mich ganz klar, ob intern, extern, öffentlich oder nicht, dagegen verwehren, dass ich jemanden tätlich angegriffen habe. Erstens hat es so nicht stattgefunden, zweitens entspricht das absolut nicht meinem Naturell. Es ist sicherlich so, dass man nach einer dritten Niederlage in Folge mal bei schwerwiegenden Fehlern, eben auch als Trainer, mal Klartext redet, aber da von einer Tätigkeit zu sprechen, ist eine absolute Frechheit und deswegen geht diese Geschichte vor Gericht, weil ich muss mich da wehren. Mehr kann ich da im Augenblick nicht zu sagen, weil, wie gesagt, das ist ein schwebendes Verfahren. Okay, dann nehmen wir das erstmal so zur Kenntnis und fragen natürlich weiter. Jetzt haben wir eben schon einige Dinge gesagt, wir verfolgen nach wie vor natürlich weiter den Fußball, halten sich auf dem Laufenden. Gibt es denn aktuell da irgendwelche Anfragen oder jedenfalls, oder zumindest Kontakte, ich sag's mal so, das muss ja nicht auf die Eingemachte gehen. Also, was da, machen, da, so da ich ja weiß, dass das hier niemand weitererzählt. Nee, unter uns. Nein, also im Augenblick darüber zu sprechen, wäre viel zu früh. Es gibt immer wieder Anfragen, ob aus dem Ausland oder auch aus dem Inland, aber ich möchte mich im Augenblick damit nicht befassen, weil für mich ist es jetzt erstmal wichtig, einen Schlussstrich unter die Geschichte mit Holstein Kiel zu setzen und dann meine weiteren beruflichen Perspektiven neu zu ordnen, weil an dem Urteil hängt natürlich auch für mich sehr, sehr viel, weil ich habe eigentlich bei Holstein Kiel einen Vertrag bis zum 30.06.2013.